Hallo Strategiefans und herzlich willkommen zurück in Total War Pharao. Unsere wohl bis jetzt blutigste Schlacht liegt hinter uns. Die haben wir hier bei Dorylaion geschlagen gegen die hier. Allerdings ist der General tot. Den haben wir umgelegt. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum wir die Schlacht überhaupt gewonnen haben. Da habe ich, wie gesagt, in der Schlacht habe ich das erwähnt, eine alte Strategie aus Total War Rom genommen. Ich Und will diese nur, Armee müssen wir dass jetzt natürlich meine Beute vernichten, weil wir leidet. dann als nächstes seine letzte Siedlung, die Stadt hier, belagern werden. Und die sollen natürlich nicht als Unterstützung kommen. Gehen wir mit Korunta da Der mal Hirsch drauf. stürmt heran. Er zieht sich auch auf jeden Fall nicht zurück. Und dann könnt ihr euch gleich live angucken, wie wir seine letzte Armee vernichten. Ja, und da sind wir bereit, seine letzten Reste zu vernichten. Wie wird das Wetter? Regen und dann Sturm. Komm, da warten wir doch einmal. Das sieht schon besser aus. Trocken und dann Gluthitze können wir mit leben. Ich denke mal nicht, dass die Schlacht so lange dauern wird. Er wird irgendwo hier hinten rumstehen. Hier ist auf jeden Fall so ein Gebirgshang. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob er kommt oder Tachunas Zorn soll uns antreiben! hinten stehen bleibt. Ich könnte mir ja vorstellen, dass er hinten stehen bleibt. Ja, unsere Einheiten sind immer noch schwerst angeschlagen. Ich würde ja mal sagen, die am schwersten angeschlagenen Einheiten, die halten wir erstmal zurück. Und eins haben wir natürlich auch in dieser Schlacht gemerkt. Also unsere bronzenen Truppen, die reichen definitiv nicht mehr aus. Er könnte ihn nochmal so als Flankenschutz, könnte nochmal mitkommen. Belvani wird's in der Unterwelt empfangen! Stell die mal alle da ein bisschen versteckt hin. Ja, jetzt mal die stärksten Einheiten. Alter, so richtig starke Einheiten haben wir auch eigentlich gar nicht. Ja, kommt, ich nehme euch in eine Gruppe rein hier. So. Hier nehmen wir auch mal nur eine Gruppe bei den Steinschleuderern. Ah, hinten können wir ihn auf jeden Fall sehen. Da steht er. So, Korunta noch dazu. Was? Irgendwie darf man da nicht. Dann stellen wir Korunta dahin. Schwerter! So, dann können wir loslegen. Glorreicher Sieg! Einmal ein Päuschen. So, mit unserer normalen Infanterie gehen wir bis da vor. Da die Schleuderer hinter und runter. Und ihr lauft hier durch den Wald so ein bisschen als Flankenschutz. Der scheint sich auf den Weg zu machen. Dann würde ich mal sagen, dann bleibt ihr hier. Marschiert, Brüder! Doch noch mal ein Päuschen. Ich meine, wenn er kommt, dann können wir hier natürlich auch stehen bleiben. So, die gehen ungefähr bis da. Packen wir die Steinschleuderer mal so hin, runter dahin. Und erstmal weiter. Naja, wir haben das ja schon bei der großen Schlacht Sie haben gesehen. ihre Schleudern vergessen. Da ist halt seine Räuber zum einen sehr, sehr stark sind und seine Wagen halt auch. Für Ruhm und Ehre! Ziehen wir die mal ein bisschen Vorwärts, zurück. Marsch! Stellen wir Weiter mal voran! runter schon mal so hin. Na, gleich eröffnen die Für Macht Steinsteuer und das Ruhm! Feuer. Schickt ihn in einen Hagelsturm! Und da geht das Geballer auch schon los. Können wir ja mal ein bisschen reingehen hier. Das fällt mir so direkt auf die hier zu. Da sind sie ja! Im Namen Khatis! Ah. Soldaten von Khati! Sagt ihr mal Schwerter! An. Beeilung! Die sind auch schon dran. Steigt
für die tausend Götter! Dann kommen wir hier über die Flank. Korunta zieht los! Der Sieg erwartet uns! Ein ganz kurzes Päuschen. Ihr greift damit an. Die gehen weiter rum. Die gehen noch ein bisschen rum und die gehen noch ein bisschen rum und Korunta kommt auch von da. Nicht nachlassen! Lasst sie leiden! Jetzt könnt ihr da schon mal reinknallen. Zermalmt sie! Ihr knallt da rein. Lasst sie erzittern! Ihr knallt da rein. Für Macht und Ruhm! Zermalmt sie! Steinschleuder erwischt. Schwerter! Greift entschlossen an! Ja, die ersten von ihm fliegen. Feuer frei erstmal aus. Auf mein Geheiß! Zügig! Pflichtbewusst. So, schieß mal auf die. Schlage eine Schneise. Da dürfte sein General sein. Ja, der bricht hier auch durch. Nee, der flüchtet schon. Und da ist auch schon der Sieg. So, stopp. Wir müssen jetzt natürlich versuchen, alle zu erwischen. Nicht, dass da nochmal was überlebt. Allerdings ist es immer ein bisschen schwierig. Vor allem, weil er Wagen hat. So, dann schießt ihr beide mal auf die. Das ist ein General. Dann nehmen wir mal diese beiden Steinschleudereinheiten. So. Für die nehmen wir die ganze Infanterie. Dafür nehmen wir die. Ballert mal weiter auf die Wagen. Sie haben uns unterschätzt! Um den tausend Göttern! Den aber auch im Nahkampf ab auf den Tötet General. Sie alle! Rotti triumphiert erneut! Göttlicher König! Sie haben den Zorn der Götter gespürt! Ja, da! Es ist hoffnungslos! So, ich hoffe mal, die gehen noch drauf. Ja, dann die keine Chance mehr ranzukommen. Mit auf den General. Schub geben hier. Da kommen auch noch ein paar Räuber durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch erreichen. Ihr könnt es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ah, ich glaube, sie sind ein bisschen schneller unterwegs. Ah, die sollten wir noch kriegen. Sehr schön. So muss das. Das dürfte auch die letzte Einheit sein. Und dann ist es auch schon vorbei. Ja. Hoffen wir mal, dass die Armee sich jetzt in Luft aufgelöst hat. Ah, schön erstmal mit dem Knie in die Fresse. Und dann nochmal mit dem Hammer zugeschlagen. Wie gesagt, ich finde es echt scheiße, dass die Generäle nichts mehr sagen. Also rein theoretisch zwei Einheiten überlebt. Hier steht es ja, 8 Leute. Und der hat uns 118 abgehauen. Ich möchte nicht wissen, wenn wir einen automatischen Kampf genommen hätten, wie viel wir dann verloren hätten. Boah, aber wir fühlen hier, was geht bei uns wieder auf. Ja, und sie hat sich in Luft aufgelöst. Das ist schon mal ich wunderbar. Bin entfesselt. Ja, wie sieht es jetzt hier mit der Zufriedenheit aus? Instabilität der Provinz. Die geht ja noch runter. Unbeschäftigte Arbeitskräfte, da brauchen wir eigentlich nur was für bauen. Ist auch nur minus 1. Aber ich will nur, sagen, um dass meine Beute leidet.
Korunther hat auch einen neuen Rang gemacht. Jetzt machen wir ihm hier erstmal den Angriff voll. Wir wollen ja hier auf dieses Sechser. Das würden wir uns gerne gönnen. So, haben wir das auch schon mal auf 5. Müssen wir nur noch die anderen beiden dann auf 6 bringen. Nur mal ganz kurz glotzen, wo ich sowieso hier drin bin, ob es irgendwas gibt. Nee. Und auch eine Waffe hätten wir jetzt nicht über für den nächsten General. Ja, um die Zufriedenheiten halt ein bisschen nach oben zu pushen, gehen hier bleiben wir in die Siedlung. Pushen sich auch seine Adresse auf. Tja, und dann starten wir jetzt hier die Belagerung seiner letzten Region. Die Klinge von Hati. Achso, der ist nicht den Mut verlieren. Kann er nämlich auch lasst keine neuen Armeen mehr rekrutieren. Kämpft oder ergebt euch! Ja, im Moment sieht der Balken natürlich sehr, sehr übel aus, weil wir noch keine Belagerungsgeräte haben. Und ja, wer Ramses bei mir geguckt hat, der weiß, ich mag dieses Loch in der Mauer. Ich mag auf jeden Fall den Turm. Und wir werden uns noch so viel... Oh, es sind schon 4 Runden, die wir auf die Leitern dann warten müssen. Ja. Haltet die Belagerung! 4 Runden. Wie lange hält sein Bonus noch? Leider nur noch eine. Also katapultiert uns das dann wieder immens ins Minus. Den seinen Bonus noch 2. So, phrygisches Monument. Und phrygischer Beobachtungsposten. Ja, dann Handelsposten. Zwischenstation. Und hier ist noch ein Beobachtungsposten. Den sollten wir dann jetzt mit unserer dritten Armee kaputt machen. Wo hatten wir denn die geparkt? Die war, glaube ich, irgendwo hier, ne? Ja, da ist sie. Die Klinge von Hati. Ja, die müssen wir auch alle noch irgendwann austauschen gegen Hethitische. Aber wir können uns da einen Bonus mitnehmen. Kommen wir gleich ein bisschen weiter. Wir wollen ja zu Korunther rüber. Ist keine Straße. Da zu dem Ort gibt es zumindest von da unten auch keine Straße. Naja, da können wir ja oben lang gehen. Da wäre halt allerdings nochmal ein Bonus. Aber der gehört uns auch. Also da nochmal ein Bonus eingesackt. Ah, ne, kommen wir leider gerade so eben nicht ran. Alle für Hati! Tja, und dann müssen wir auf die Waschersche aufpassen. Also im Moment kann ich hier bei uns noch nichts sehen. Was haben wir denn noch an offenen Aufgaben? Also eine Hofaktion haben wir noch, Siedlungsverbesserung. Oh ja, Außenposten können wir jede Menge bauen. Ist wieder ein Komplott gegen uns. Unbekannt. Wir haben nur eine Aktion, der war das mit den Verbindungen, ne? Pushen wir uns auch hier die Achtung mal letztes auf 40. Mal, dass ich so viele süße Worte hörte, hat leider ich noch in der Wiege. Mit dem Komplott nichts zu tun. Ich glaube, ich mache erstmal die Siedlungsverbesserung. So, wo bringt's uns denn am meisten? Also hier beim Holz werde ich auf jeden Fall eine Siedlungsverbesserung machen, also Piscinius. Ja, die andere geht sogar auch noch. Boah, das ist die Goldregion, das ist sehr gut. Weil, wenn wir das Gebäude auf Stufe 3 machen, können wir uns das hohe Goldgebäude holen. Zack. Und dann ist nur noch abgelaufene Tauschabkommen. Ja, könnten wir ja noch mal ein bisschen handeln, ne? Wir machen ordentlich Nahrung minus, alles andere plus. Ah, allerdings sind die beiden Werte sehr, sehr weit unten.
Da werden wir nur was mit Bronze machen können. So, die Paha, mit denen wollen wir nichts mehr machen. Von edlem Herzen. Ich werde in die... Zu viel Krieg. Ich werde... Ich... Khati wird... Wir müssen unbarmherzig sein. Krieg zu Ende gehen. Könnte man dann mit den Waschascha... Ja, hier. Da geht's doch... Wird's irgendwie positiv. Und die fahren ja jetzt gerade eine Welle. Diese Waschascha. Da würde ich sagen... Erfolg um jeden Preis. Versuchen wir uns hier mal, dann lasst Wenn Gespräche nichts bringen, können wir die Sache immer noch mit unseren Klingen lösen. Wir haben ja auch schon bei Nicht-Angriffspakt auf minus 2. Ihr braucht ja Bronze. Machen wir zwar nur 29 plus, aber wir haben ordentlich Bronze. Ich mal 50 nehme... Okay, 350 ist eben viel zu viel. Aber selbst damit, wenn wir gerade so bei 1000 landen. Ey, komm, ich bin jetzt mal ganz nett zu dir. Für 5 Runden. 150. Was knallst du denn da raus? Eigentlich schon ganz ordentlich. Gibst du mir noch ein Goldstück? Oh ja, noch eins? Oh ja, 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 Gold mag ich. Noch ein Holz. Ja, noch ein Holz konnten wir auch rauskitzeln. Und 610 Nahrung. Und wie gesagt, wir haben jetzt ein Handelsabkommen mit dem Waschascha. Ich hoffe, das war unser... Vielleicht lassen die uns jetzt in Ruhe. Dann würde ich gerne nochmal hier bei den Kanaanen. Ich kämpfe für meine Brüder. Er braucht keinen Bronze. Ich werde meine Hand... auch keinen Bronze. Ich bleibe standhaft. Vielleicht sollte ich mit Bronze doch nicht handeln. Und die haben auch keine Nahrung irgendwie im Überschuss. Das Leben ist ungerecht. Aber diese genau wie ich. Zum Beispiel. Ist ja auch ein Seevolk. Es ist so ein bisschen meine Taktik mit den Seevölkern jetzt, dass ich Was eben wollt mit denen ihr? Ein bisschen handeln. Sonderling. So, Holz haben wir nicht viel, aber kann ich dir mal 50 anbieten? Ach nee, ja. Ich habe bei Stein geguckt. Holz 30. Stein 50. Brauchen tut er ja beides. Wie sieht's jetzt hier aus? 300? Na, ist ihm ein bisschen zu viel. Gibst du mir da noch einen Bronze? Ja, noch ein? Und noch ein? Nö, schade. Aber immerhin zwei. Ja, hast du schon wieder auf unter 500 Nahrung minus gedrückt? Die 121 minus machen wir jetzt ja nur 5 Runden. Es sind 600. Wenn es sein muss. So, und ich denke mal, mit den 467 Nahrung minus können wir erstmal leben. Ja. Dann würde ich sagen, Runde abschließen. Da haben wir mal kurz in die Flasche geguckt, wie spät es ist. Wie sagt der Werner doch? Ja. So, was haben die vor? Gar nichts. Da kommen die Waschascha. Nee. Ah, das sind andere Waschascha. Also es gibt die Waschascha und es gibt dann die... Für diese Wellen der Seevölker heißen die dann Sippe. Waschascha-Sippe. Aber eben, vielleicht hängen die ja mit dem Waschascha zusammen. Jetzt kriege ich wieder eine Hofaktion. Entschädigung. Da verlieren wir natürlich unsere Hofaktion, aber das Gold nehme ich doch Letzten gerne. Letzten Endes gehört alles der Wildnis. So, er belagert hier fleißig weiter. Ich dürste nach Krieg. Der hat mal so richtig viele Bonusse. Und nimmt sich hier gleich mal den nächsten Handelsbonus mit. Und dann kommt er sogar schon bis hier. Abmarsch! Und wir haben auf jeden Fall mal 527 Steine auf Tash.
Das ist ja auch ganz schön. Dann lass uns hier unten mal gucken. Hier war nämlich schon jede Menge frei. Das ist auch noch eine friedliche Zwischenstation. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt machen muss, aber ich reiß die jetzt mal ab und werde da dran mal testen, ob hier dann... Obwohl, nee, warte mal. Die können wir eigentlich so lassen. Wir haben ja hier noch zwei offen. Das liegt so zwischen den... Das ist ein Handelsposten. Dann mache ich mir hier auch einen Handelsposten hin. Ja, der wird auf jeden Fall hethitisch. Und hier machen wir uns einen religiösen Außenposten hin. So, können wir auch Außenposten schon nicht mehr bauen. Königliche Erlass können wir neu setzen, da wir schon eine Goldregion haben, nehme ich jetzt hier jetzt auf jeden Fall Gold mit. Das haben wir auch. Dafür habe ich so hart geschuftet. Ja, Außenpostenbau möglich, aber wir haben keine 200 Steine mehr. Nächste Runde geht's dann wieder. So, Korunta nicht bewegt. Immer auf der Jagd. Ich würde den da auch erstmal drin lassen. Alter, aber das geht schon. Hier, die schon nur noch eine. Wie sieht es bei den 50ern aus? Oh, leider zwei. Das waren auch die niedrigsten Einheiten. Er hat 18. Er bekommt jetzt zwar dann von ihm einmal Bogenschützen und einmal Steinsteuer, aber dafür nehme ich ihn, weil ich werde bei den 6 Fernkämpfern werde ich bleiben. Dafür nehme ich ihm ja zweimal Steinsteuer weg. Er braucht auf jeden Fall zweimal neue Infanterie. Weil da wir gesehen haben, dass unsere bronzenen Truppen nicht mehr reichen, müssen wir in unserer Hauptrekrutierungsprovinz mal glotzen. Ob wir da nicht an unseren Rekrutierungsgewerbe, wir können nur die Rekrutierungshalle pushen. Da fehlen uns nur Ressourcen für die Infanteriekaserne. Da oben wären dann die goldenen Einheiten. Dann haben wir die Söldnerstube. Da gehen die Rekrutierungsplätze nach oben. Da würden die ersten Wagen kommen. Ah, da ist die wir wollen gleich wieder eine ganze Armee am besten neu rekrutieren, dass wir eine dritte haben. Ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Dauert auch nur 2 Runden, dann sind die Kosten auf minus 15 und Baukosten werden auch nochmal gesenkt. Komm, das gönnen wir uns mal. Ja, Korunta wollten wir stehen lassen. Jo. Da haben wir zu wenig Ressourcen zum Handeln, da können wir die Runde schon wieder abschießen. Ich hoffe, das eine Waschascha-Sippe-Schiff kommt nicht wieder zurück. Das ist erstmal Richtung Ägypten gefahren. Und nein. Wo will er denn hin? Ja, der marschiert auch weg. Ich will eigentlich erstmal da unten den einen platt machen. Da ist das Schiff von den Waschascha. Es fährt nach Süden. Sehr schön. Kommt jetzt aber irgendwie... Es war zumindest auch ein Elverschiff. Also ich weiß jetzt nicht, ob das das gleiche ist, aber es ist irgendwie eins nach da weggefahren und dann ist es hier wiedergekommen. Ich sollte mich wohl daran gewöhnen, ans Regieren. So, dann sind wir wieder dran. Wie sieht es denn hier mit der Zufriedenheit eigentlich aus? Wir könnten das Zufriedenheitsgebäude auch pushen. Das sollten wir auch machen.
Wir machen schon wieder 1566 Nahrung minus. Fremder Eindringling. Ja, das war die Armee, die wir von Ankira gesehen haben. Na, das mit dem Bauen überleg ich mir nochmal. So, die beiden sind jetzt auf jeden Fall bereit. Ich werde in die Geschichte eingehen. Und den General stelle ich dann hier mit dazu. Der soll hier mal ruhig mit angreifen. Ich glaube, vielleicht ein bisschen Erfahrung. Chaos herrscht auf ewig. So, Koruntas Bonus ist auch weg. Ja, hier ist ein phrygisches Monument. Hier ist ein Beobachtungsposten. Da ist der nächste Handelsposten, ne? Oder? Ja. Die Welt ist hochmütig geworden. Ich glaube nicht, dass wir da noch... Rechtmäßiger König Khatis. Hier ist aber auch die Straße. Ich werde aufsteigen. Trefft euch mal irgendwo hier. Vorwärts, Männer! Schmeckt ihre Angst. So, bin auf der Pirsch. So Einheitentausch darüber. Kriegst die beiden. Die Einser nehmen wir raus. Die nehmen wir auch raus. Durch die Wildnis. So, das haben wir. Fürchtet die Wildnis. Wie weit kommst du denn jetzt noch? Alter, er kann ja doch richtig weit eiern. Das ist schön. Dann geht nämlich von unserem Minus so einiges wieder weg. So, den haben wir. Die sind auch nächste Runde fertig, ne? Jo. Dann geht's mal hier lang. Hört mich an, wie man weiß, euch ja gehört nicht, was der da vorhat. Da müssen wir erstmal auf jeden Fall hinmarschieren. So, wo ist die Straße? Oh, hier ist auch keine Straße. Dann gehen wir über den Beobachtungsposten. Da kommst du nämlich noch ein bisschen weiter. Setze mich in Bewegung. So, und wenn du da noch rankommen solltest, und das ist auch so, machst du hier mal den Beobachtungsposten. Heute sterben sie! Garnison. Boah, niederbrennen. Und dann stellst du dich mal zum Kollegen hin. So, was können wir denn noch machen? Wir können wieder auf jeden Fall Siedlungen verbessern. Aber wir gehen mal erstmal an den Hof. Tja, tratschen mal hier nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück. Und das Komplott mit freigeschaltet. So nah bin ich sonst nur Kreaturen gekommen, die ich ausgeweidet habe. So, und dann nächste Runde können wir uns hier die Verbindungen holen. Und unter Umständen können wir dann das Komplott irgendwie noch freischalten. Was waren hier nochmal? Ach ja, war das mit den Bauarbeitern. Haben wir aber leider keine Hofaktion mehr. Jetzt sind da bei den Rekrutierungssachen die... Also hier könnten wir die nächste Stufe nehmen. Hier kommen wir dann auf jeden Fall schon mal auf die silbernen Einheiten. Ich glaube, dann nehme ich mir auch erstmal Infanteriekaserne.
Ich habe für alles, was ich besitze, hart gearbeitet. So, dann haben wir noch ein paar Steine zwar, noch ein bisschen Holz. Ja, da gehen wir auf jeden Fall noch mal kurz in die Diplomatie rein. Der hethitische Bürgerkrieg läuft halt immer noch, da machen wir erstmal nichts. Ich werde meine Heimat verteidigen. Gold. Ich kämpfe für meine Brüder. Der hat auch keine Nahrung. Ich bleibe standhaft. Der hat Nahrung und braucht Holz. Worüber möchtet ihr reden? 80 mache ich plus. Ich würde gerne ein bisschen plus behalten. Also 70. 350 ist er noch im Minus. Oh, 405. Ist Kanaanea. Kriegen wir da noch einen mehr raus? Ne, leider nicht. Gold braucht er leider. Füllen wir es mit Bronze auf. Immerhin nochmal 5. Insgesamt 50. Das ergibt Sinn. Haben uns da ein bisschen Nahrung organisiert und dann hätten wir noch Steine abzugeben. Ich strebe nach Geld und Macht. Das ist alles. Würde der hier nehmen? Gurunta, verschwindet. Mehr. Ihr seid nicht willkommen. Ey, was bist du so unfreundlich? Ich hab dir Steine mitgebracht. Bleib mal ein bisschen geschmeidig hier. Quatsch, da muss ich rein. 200? Nee, so viel haben wir ja gar nicht. 100. 250 ist ihm schon zu viel. 190. Kriegen wir noch mehr raus? Nee. Können wir es auch erstmal wieder runterdrehen? Warte mal, solange wie 0 bleibt. Ja, 0 ist immer noch bei 6 Runden. Haben wir immerhin nochmal 190 Nahrung organisiert. Wir sind im Geschäft. Für unser Mögen Volk. Die Götter es verfluchen. Ah, dass er denn immer gleich aufhört zu quatschen, wenn man weiterklickt. Kannst du da im Satz nicht zu Ende sprechen? Ja, dann haben wir das auch noch erledigt und können die Runde nochmal abschießen hier. Alter, da war die Armee von dem Seevolk mal so richtig einen auf die Fresse bekommen, Alter. Das waren 20 gegen 11 und verloren. So, Ankira haut auf jeden Fall wieder ab. Weiß nicht, ob er uns kurz ein bisschen Angst machen wollte oder... hat der da jetzt einen General drin? Der kann da Armeen irgendwie ausheben. Jetzt hier die nächste 20er. Und er hat immer noch keine Einheit verloren. Diese Seevölker sind halt aber auch übelst stark. Boah, jetzt fahren sie auch noch beide rüber. Oh, 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 die armen Kanaanäer. Das müssen die übelste Truppen sein. Wenn da zwei 20er Schiffe drauf fahren und die jeweils untergehen. Ach nee, ich dachte eben, ne, wahrscheinlich durch die Kameraansicht war einer von unseren Köpfen irgendwie hier so über seiner Stadt. Nee, er hat immer noch keine Armee da. So, da haben wir hier auch wieder das Ende der Folge erreicht. Eine kleine Schlacht hatten wir ja zumindest in dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis denn und Cherry.